Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy 7. Derzeit befinden wir uns in der Shinra Corporation auf der Suche nach Aerith, um sie zu retten. Und dafür müssen wir den Professor Hoyo finden. Und wie wir das anstellen, das erfahrt ihr heute. Viel Spaß! Guck mal, das ist jemand. Hey, was ist los? Kein Kontakt zur Zentrale. So. Wie sie da stehen bleiben. Hey, hey, ist ja gut. Ach, Soldaten. So, Soldat. Auf immer Wiedersehen. Heiß, wa? Dann übernimm. Ich leg los. Ich hab auch Eis am Start. Au, au. So, dann nimm mal das. Viel Spaß. Aber der kann sich immer noch bewegen dabei. Der blockt da einfach. Oh, guck mal, der zweite war kurz verschwunden. Au. Na gut, Barrett, komm. Der ist viel zu langsam, ey. Das habe ich gesehen. So, bebende Erde, bitte. Das ist schon heftig. Aber als Nahkampf ist es trotzdem scheiße. Materialstufe Blut. Nice. So. Warum sind wir jetzt hierher gekommen? Hier muss doch irgendwas Spezielles geben. Kann ich hier durch? Nee. Achso, wir mussten hier durch. Oder? Ja, doch, doch, doch. Mussten wir. Ich dachte, es wäre optional, aber ist es nicht. Siehst du? Hier ist versperrt. Hab ich natürlich gewusst. Alles wollt ihr hier? Versteht sich ja wohl von selbst. Kannst du. Den Wachhund anvisieren? Danke. Gleich ein Kessel! Okay, Wachhund, ich mag dich nicht. Hast du Pech gehabt? Hier und jetzt. Holy shit, der hat's einfach rausgehalten. Dann machen wir eine Störung. Hör, was zum? Ich hab gar nichts gesehen. Dann bringen wir den jetzt um. Ernsthaft? Was explodiert denn hier die ganze Zeit? Hier explodiert einfach alles. Barrett, mein Freund. Mach mal ein bisschen maximale Wut. Und jetzt kommen die Hundis. Habe ich gerade irgendwas geklaut? Irgendeine Fähigkeit? Das muss ich kurz gucken. Nee. Machen wir trotzdem Eishauer. Okay. Einmal Gebet und schon sind wir voll geheilt. Boah, Timing ist alles, Leute. Das war richtig gut, die Heilung. Die Map ist ein bisschen verwirrend. Ein Molotow, ja, super. Nutzt das eh nicht. Ach so, nee, ich dachte, hier geht's noch weiter. Okay, dann gibt's halt wirklich noch diesen einen Weg. Hier ist schon mal nichts. Alter, das ist der Rückweg. Gerade erst gesehen. Oh, ich sehe. Hier müssen wir lang. Okay, ich warte nur noch auf irgendwelche grässlichen Bots. Wird bestimmt gleich kommen. Wir kommen, wir gehen nämlich immer tiefer. Könnt ihr euch nicht mit dem Rücken zu mir drehen? Ich glaube, das ist ein Fall für Barrett. Kein Schiss, der kann sicher nicht. Kleine Schocktherapie. Cloud. Na
Überall diese Schilde, ich fass das nicht. Alter, Hilfe! Ich kann nichts machen! Ich kann einfach nichts machen! Okay, pass auf. Bebende Erde. Gegen diesen Wachhund hier. Ich verlasse mich auf dich. Ich leg los! Ich bleib stark! Leite fest! Ja! Sind die ne- Wie viele Gegner sind denn das? Jetzt gehst du mir auf den Sack, kleiner, ey. Kleine Schocktherapie. Achso, das ist Barrett. Ah, ich hab schon Angst gehabt. Es geht weiter. Komm, wie wenig ich hab hier, hat der Barrett bekommen. Alter, ist doch gut. Okay, Barrett. Bebende Erde. Und du mach mal Ende des Schreckens. Ach du Scheiße. Ja, scheiße, Tifa ist tot. Alter, ich komme nicht an dem vorbei. Okay, Barrett. Maggie? Vitra für dich. Du entkommst nicht. Schocktherapie? Ey. Fähigkeit, bebende Erde gegen den Hund. Ja, toll, der ist jetzt weggelaufen. Okay. Vitra für dich. Das war gut. Nimm das. Ich nicht. Der Hund muss weg, ey. Kleine Schocktherapie. Ich krieg dich schon klein. Ist das die fiese Nummer hier? Okay, pass auf. Dann Engel für Tifa. Ernsthaft. Oh mein Gott. Der Hund muss einfach weg. Mach auf den Hund einfach. Echt jetzt? Jetzt sind wir beide geschockt. Barrett, mach mal Engel für Tifa. Ja, jetzt sind wir noch nicht gemacht, ne? Okay. Jetzt, wo der Hund weg ist. TP-Boost hat die nächste Stufe erreicht. Nice. Komm ruhig! Kein Problem, ich mach gleich ein paar Mal Gebet. Dann ist gut. So, Gebet. So, und Cloud? Ich glaube, das war nicht gut. Au! Ah doch, er ist tot. Endlich! Was für eine Scheiße, wie viele Gegner das auch waren. Das war's. Oh. Hoffentlich haben die uns nicht gemeldet. Die haben mich penetriert, ey. Guck mal, durch, durch. Was, das war sogar mein Ziel dahin. Aha, ich wusste, dass hier noch irgendwas versteckt ist. Ah, Megatrank, das war es irgendwie nicht wert. Nicht wirklich. Oh, jetzt kommt nur noch so eine Pissgegner, jetzt sehe ich doch kommen. Ja, wir müssen hoch. Wir machen es aber stilvoll gegen die Richtung. Okay. Es geht nicht. Dann halt hier lang. Stilvoll. Guck mal, Tifa, hab Spaß mit uns. Oh, die erste Etage. Im Classic-Spiel war das so eine kleine Geheimaktion. Das fand ich eigentlich ganz cool. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt hier geheim reinkommen, oder? Shinra-Gebäude, Foyer. Wie ausgestorben. Ja. Hast du eine Idee, wo sie Aeris festhalten? Ganz oben. Hab ich.
Vermutlich in der Forschungsabteilung. Und wo ist die? Oben. Denke ich mal. Ganz oben. Denkst du also? Gucken wir am Empfang. Vielleicht finden wir da was. Ganz nett eingerichtet. Diese Angeber. Irgendwann wird dieser Protzbau zerbröseln. Dafür sorge ich schon. Aber bitte nicht heute. Mal gucken. Ich komme doch gar nicht rein. Da ist eine Energiebarriere davor. Eine Laserbarriere. Die löst sicher Alarm aus. Diese ollen Spielverderber. Sehen wir mal oben nach. Stiefel. Und? Wie kommen wir rauf? Stiefel. Entweder mit dem Fahrstuhl oder der Feuertreppe. Die Forschungsabteilung ist ganz oben, oder? Feuertreppe? Wir nehmen natürlich den Fahrstuhl. Ja, wir nehmen den Fahrstuhl. Ich glaube, im alten Teil sind wir auch mit dem Fahrstuhl gefahren. Ja, der Rückweg im alten Teil war geil. Mal gucken, ob die es genauso machen. Oh, war das anstrengend. So. Und nächste Etage auch noch. Uff. Leute, stilvoll ist anstrengend. Muss ja auch noch stehen bleiben. Aber ganz cool, es ist ruhig hier. Man kann es so ein bisschen genießen. Und das tue ich auch. Hallo, mein Freund. Wir werden uns wiedersehen. Erstmal schauen wir uns hier in der Etage um. Hier kann man lang? Okay, wenn man Code hat. Du benötigst eine autorisierte Schlüsselkarte. Ohne Schlüssel kommen wir wohl nicht drauf. Hier werden anscheinend Schlüsselkarten benutzt. Ich glaube, ich habe irgendwo eine gesehen. Am Empfangsschalter. Nur wie? Kommen wir ran. Vielleicht geht's ja von oben. Guck mal. Wenn man sich die Lampen entlanghangelt, geht's vielleicht. Also mich tragen die nicht. Ich versuch's mal. Von uns dreien bin ich schließlich am leichtesten. Schiebt ihr in der Zwischenzeit Wache. Also bei der Oberweite bin ich mir da nicht so sicher. Okay, ich versuch mal mein Glück. Fall bloß nicht runter. Wird schon schief gehen. Assassin's Creed. Muss tatsächlich sogar hingucken. Okay, frage mich, ob es hier auch einen falschen Weg gibt. Wenn man das alles schön nochmal machen muss. Ich gehe mal schön rechts entlang. Tiefer! Ei. Bist du okay? Hab ich mich erschreckt? Ist auch noch ein Motorrad. Bin ich hier in irgendeiner Ausstellung gelandet, ne? Hinter einer Barriere. Aber schön, dass hier alles gepolstert ist. Ach, ich kann auf die Autos rauf, lol. Schauen wir uns erstmal in Ruhe um. Okay, Müll werde ich wahrscheinlich nichts finden. Oh, schade, ist ja lame. Oh, Toiletten, komm, bitte. Ah, ne, ich sehe es schon auf der Karte. Ich sehe es doch schon auf der Karte, das geht nicht. Schade, oh. Schon mal eine Sache gefunden. 2000 Gil. Wozu brauche ich jetzt noch Geld? Wir sind am Ende.
Das ist doch das ist doch ein geiles Motorrad. Ich glaube, das ist sogar Clouds. Also von Advent Children. Children. So. Hä? Gibt das Sinn, was ich hier tue? Echt? Jetzt muss ich einfach rumlaufen, lol. Eine Kraftprobe? Na, da bin ich doch dabei. Alter, Tifa, bist du crazy drupp, Alter. Ich könnte das nicht. Was die alles kann. Ich glaube, ich bin verliebt. So, ich sehe, dass hier ein Weg ist. Oh, jetzt haben wir hier so noch eine kleine Rätselpassage beim Klettern. Oh nein, es geht. Warum? Ich mag sowas nicht. Oh, das ist ätzend. Oh, das geht noch sehr viel weiter. Nicht aufgeben. Ey, beim ersten Mal schon schlapp gemacht. Jetzt heißt es durchhalten. Nur noch ein Stück. Ach komm, da kannst du doch schon rüberspringen. Ah. Na gut, dann gehen wir halt woanders lang. Aber die hat's drauf. Muss man schon sagen. So, wir müssen genau hier in die Ecke rein. Gleich ist's geschafft. Ist da eine Kiste versteckt oder irgendwas? Abschlusssprung. Nein. Oh, Abschlusssprung, ja. Das gefällt mir. So, jetzt nochmal über die Lampen, ja. Hast du schon überlegt, wie du wieder rauskommst? Das sind auch weite Sprünge, Alter. Soweit bin ich nicht mehr in den Bundesjugendspielen gekommen. Und die macht das aus dem Stand heraus, müsst ihr euch mal überlegen. Ja, ich war damals, als ich nicht das Spiel gespielt habe, sondern den Film Advent Children gesehen habe. Das war ja, da war ich auch irgendwie 17, 16 oder so. Da war ich schon ein bisschen verliebt, muss ich sagen. Achso, ich muss Schwung holen. Aha, einmal noch. Yep. Zur 59. Etage? Oh. So kann man die Barriere vielleicht ausschalten. Hä? Hat funktioniert. Sie hat nichts gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Na, auch gut. Tiefer? Kannst du gucken, wo die Forschungsabteilung ist? Klar, einen Moment bitte. Bingo, das Labor von Professor Hojo, Etage 65. Per Aufzug oder Treppe kommt man aber nur bis zum Himmelsfoyer in Etage 59. Wer weiter hoch will, muss sich erst am Empfang im Himmelsfoyer akkreditieren lassen. Dann schauen wir da mal vorbei. Scheint so, als hätten sie das Ganze ein bisschen abgekürzt. Na komm, nehmen wir mal den schnellen Weg. Nach der ganzen Sprung-Scheiße habe ich auch keine Lust mehr. Also ich kann einmal hier lang und da lang. Fahrstuhlhalle, Fluchtweg, Notausgang. Dann mache ich den wie schon mal auf. Gucken wir mal kurz hier rein. Oh, ich kann hier die Treppe benutzen. Muss das sein? Besser, als mit der Tür ins Haus zu fallen. Ja, ist schon klar, aber...
Ja, ich finde die Treppe auch besser. Also kann man sich mehr umschauen. Jetzt stell dich mal nicht so an, Barrett. Du bist schon mit dem verdammten Turm hochgegangen. Sind doch bloß ein paar Treppen. Ein echter Klacks. Das ist kein Rennen, okay? Wer ihr hetzt. Nichts? Ach komm. Dann gehen wir doch mal in die Fahrstühle ran. Mal gucken, was er da sagt. Ob man da überhaupt lang kann. Also rein theoretisch könnte man hier rein. Wir machen es mal nicht. Wir benutzen die Treppe. Ich glaube, das ist besser. So ein Fahrstuhl, der kündigt ja auch an, ne? Es ist schon ein bisschen blöd, wenn jemand auf uns wartet. Wenn schon jemand die Barriere ausgelöst hat.